Hallo, mein Name ist Christian. Eigentlich bin ich ja hier vollkommen fehl am Platz, weil ich bin ja Java-Entwickler, ihr seid ja irgendwie alle anders. Allerdings zu meiner Beteiligung muss ich sagen, bin auch großer Linux-Fan, auch wenn es gerade noch nicht so aussieht mit diesem Mac. Das liegt daran, weil ich habe hier diesen Logitech-Präsenter. Den musste ich gestern irgendwie überbrücken und kalt starten, weil der Akku seit Corona irgendwie tot ist. Und dann habe ich da irgendwie was drauf gelötet und für meine Verhältnisse ist das schon absolut Wahnsinn. Und dann habe ich das alles hinbekommen und am Schluss habe ich festgestellt, naja, eigentlich wollte ich ja meinen, ich habe einen Tuxedo-Rechner, ne? Das ist ja auch, die haben einen Stand auf einem total geiles Zeug, da habe ich zwei mittlerweile sogar davon und gewöhne mich jetzt auf diesen Desktop gerade ein und dann habe ich festgestellt, dieses Logitech-Zeug. Noch lauter, okay. Ich bemühe mich, meine Bariton-Bassstimme hier durch den Raum schallen zu lassen. Ich habe zwei Tuxedo-Rechner, das ist die wichtige Information, aber leider keinen dabei. Ist das so besser? Ja. Perfekt, okay. Grund, Linux ist geil, aber jeden Scheiß muss ich selber kompilieren, unter anderem diesen Mist hier. Und dann habe ich irgendwann mal nachts aufgegeben und bin jetzt doch mit meinem tollen Mac da. Okay, so, da kann man sich natürlich die Frage stellen, jetzt kommt der Typ hierher und sagt, hey, lasst uns alle kostenfrei arbeiten. Da hat dann meine Frau, als die den Titel gehört hat, die hat gesagt, bist du denn verrückt? Macht einen Vortrag, steht drauf, lasst uns umsonst arbeiten, wer kommt denn da? Aber offenbar ihr. Sehr schön. Gut, also, lasst uns alle für umsonst arbeiten, aber der Typ hat trotzdem den Mac und die sind ja bekanntlicherweise ein bisschen teurer. Speziell teurer als die Tuxedo-Rechner. Wobei es interessant ist, gell, diese ganzen Tuxedo-Rechner, da habe ich ganz viele Löcher drin. Da kann ich tolle Dinge reinstecken, viel mehr als hier. Ich habe nur zwei Löcher oder drei. Und dafür bezahle ich aber mehr. Das ist irgendwie komisch, oder? Naja, okay. Also den Mac mag man mir bitte nur verzeihen. Dafür erzähle ich euch ein bisschen mehr über Geld. Und so. Bevor ich damit anfange, erstmal hier, ich habe ja Mastodon. X habe ich abgeschafft. Ich weiß nicht, wer da auch ist. Der kann mich gerne mal kontaktieren, auf LinkedIn bin ich auch noch. Okay, schauen wir mal. So, das bin ich. Ich will eigentlich nicht so angeben mit dem, was ich zu tun, außer so ein bisschen. Vielleicht, ne, weil es eigentlich schon cool, oder? Ist sie super. Also, das bin ja ich. Also, da habe ich ein bisschen besser ausgeschaut mit cooler Frisur. Das hat letztes Mal nicht geklappt irgendwie. Und ich habe eine Frau, ein Kind und ein Pferd. Das Pferd ist interessant, das ist auch ein Grund, warum ich heute mit Mac da bin, weil das hat heute Morgen schon wieder so viel Aufwand erfordert, dass ich keine Zeit hatte zum Kompilieren. Das ist ein bisschen blöd. Ich teile mir das mit meiner Frau. Sie hat die vordere Hälfte. Egal. Ansonsten bin ich selbstständig, habe meine eigene kleine Firma, da mache ich viele Trainings und entwickle Software, meistens im Bereich Java. Das ist die Sprache, die so langsam ist, angeblich. Ist gar nicht so schlimm. Okay, außerdem, ich schreibe ein bisschen, ich schreibe ein bisschen, momentan schreibe ich ein Buch und vor allem für euch, wichtig, ich bin in der Apache Software Foundation. Von der habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört, ihr hört eigentlich eher was von der Free Software Foundation, das ist quasi das Gleiche, bloß ein bisschen anders. Ja. Organisation ist ein bisschen anders, die Leute sind ein bisschen anders, wir haben andere Skandale, ihr habt ja diesen, wie ist dieser Steinmann da? Er macht immer so komische Dinge ab und zu, gell? Und wir haben halt unsere eigenen Leute. Okay, ansonsten bin ich da ziemlich motiviert, wie man so sieht. Also ich bin bei diesem bekannten Log4j, wer kennt denn das? Ja. Inzwischen alle. Ja, also die Frage, warum kennt ihr das eigentlich, die stelle ich jetzt nicht. Aber da kommen wir später noch dazu. Also da bin ich dabei und das war total interessant. Also dieses bekannte Phänomen einer Sicherheitslücke ist aufgetreten und plötzlich haben mich ganz viele Leute angerufen, gell? Aber da habe ich sehr viele Freunde plötzlich wieder gehabt. Naja, okay, also und habe ganz viel mit Open Source gemacht und mache jetzt auch ab Montag, also da werden wir eine neue Foundation gründen, kommt jetzt dann irgendwie und da bin ich ja wirklich aktiv und die Leute reden mit mir. Ich finde das auch ganz toll. Und die Frage, die immer wieder aufkommt, warum machst du diesen Mist eigentlich, weil der bezahlt sich so schlecht. Also man kann sich vorstellen, woher die Frage kommt, die kommt meistens von meiner Frau. Die sagt nämlich immer, man soll in die Arbeit gehen und soll dafür auch Geld kriegen. Ich finde das irgendwie ein total cooles Konzept, aber manchmal auch sinnvoll, ne, wenn es ums Essen geht zum Beispiel. Wobei ich habe hier auch umsonst Essensmarken jetzt bekommen. Ne? Wer jetzt hier sieht, da kann man sich gleich mal bewerben als Speaker oder sowas und dann kriegt man Essen. Manchmal kriegt man T-Shirts,
Und ich war sogar mal unterwegs, ich habe sogar mal Socken bekommen. Also es ist fast die komplette, komplett. Okay, also wir können mal schauen, so warum machst du das eigentlich? Das fragt meine Frau immer so ein bisschen. Und das Geile ist, wir kriegen kein Geld. Das heißt, also ich weiß nicht, wer von euch einen Job hat. Ab und zu, ne? So ein bisschen, auch wenn man Student ist, hat man ja heute einen Job. Also da geht man ja hin und dann kriegt man gesagt, hey, bring doch mal den Müll raus. Und dann bringt man halt den Müll raus und dafür kriegt man dann 5 Euro oder irgendwie sowas. So funktioniert das. Das Geile bei Open Source ist ja, wir können ja im Prinzip machen, was wir wollen. Und nachdem wir ja kein Geld bekommen, kann sich natürlich auch keiner beschweren, wenn wir mal das nicht machen, was die anderen wollen. Irgendwie so, ja. Okay, also das ist natürlich schön. Und was ich auch immer ganz toll finde, ist mit dieser Open-Source-Geschichte, weiß ich nicht, wer da von euch so aktiv ist, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ich war ja damals so Junior-Entwickler und habe dann irgendwie angefangen, das zu machen. Und dann plötzlich komme ich da in so eine Gruppe, da sind für mich die besten Java-Entwickler der Welt. Und dann kommt man sich ungefähr so klein vor. Mittlerweile kommen wir immer noch so klein vor, weil die sind trotzdem immer irgendwie alle besser als ich. Ich verstehe das auch nicht, wie das ist, aber ist egal, man lernt unglaublich viel. Ne? Das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, so auf diesem Linux oder... Ich lerne zum Beispiel Stack Overflow auch ganz schön viel, gell? Aber wenn man sich also mit diesen Linux-User-Groups beschäftigt oder irgendwie Dateisysteme oder keine Ahnung was, also da kann man schon echt, das ist ja besser als jede Ausbildung, oder? Okay, ja, okay, Freunde habe ich auch gefunden. Was ist ein Freund eigentlich? Ne? Kann man auch mal die Frage stellen, ist es eigentlich einer, der sich alle heilige Zeit mal über Signal meldet und dann sagt, ich habe einen neuen kryptografischen Schlüssel? Also erzählen die auch schon dazu. Ne? Kann man so ein bisschen streiten und rätseln. Aber da habe ich jetzt ganz viele, mit denen ich meinen Schlüssel austauschen kann. Das ist toll. Und Jobs habe ich auch schon gefunden. Das ist auch super. Ja. Da kommen sie dann. Christian, du kannst Java. Kannst du mal Facebook für Hunde bauen? Ja, natürlich. Wer wollte denn noch nie Facebook für Hunde bauen, oder? Warum nicht auch für Katzen? Nein, das ist Version 2. Da nehmen wir die Katzen noch dazu. Also da kommen ganz viele Leute, wenn du da so ein bisschen aktiv bist und bist dann in der Mailingliste oder so, plötzlich kommen Leute und wollen dir Jobs anbieten, die man meistens ablehnen sollte. Und natürlich kann man ja auch ausprobieren, was man will. Das ist natürlich auch toll. Super, jetzt habe ich den ersten Fehler vom Präsentieren gemacht. Ich habe alles vorgelesen. Ne? Ist das nicht ätzend? Okay, aber vielleicht wird es jetzt nicht so langweilig. So, nächste Runde ist nämlich, der Nachteil an dieser Geschichte ist hauptsächlich, eigentlich macht man viel zu viel und man kriegt kein Geld. Und dann kommt wieder das Problem, also ich weiß jetzt nicht, wer von euch verheiratet ist oder in einer Beziehung oder sowas, und dann will man in den Biergarten gehen und dann sagt der Partner oder die Partnerin, hey, heute bist du mal dran mit zahlen, dann musst du sagen, ja, ich war jetzt eine Woche lang mit dem Kompilieren von irgendeinem C-Kernel oder was weiß ich beschäftigt. Das hat leider keiner gezahlt, habe ich kein Geld auf dem Konto. Ja, da kommt man sich vielleicht vor wie so ein Revoluzzer irgendwie und ein bisschen was für die Gemeinschaft getan, aber seinen Schnitzel im Biergarten kann man sich nicht bezahlen. Ne? Das ist ein bisschen blöd, muss auch ein bisschen Balance halten, weil ich habe festgestellt, also ich weiß nicht, wie es so bei euch ist. Jetzt ist ja, ich weiß jetzt genau, welche Generation ist denn jetzt gerade in. ZX, ich habe da irgendwie den Überblick verloren, also irgendwie was von den höheren Buchstaben und denen sagt man ja nach, die wollen ja nichts mehr arbeiten. Ne? Bei mir ist das leider noch nicht so, ich bin ja noch eine alte Generation irgendwie, ich will schon noch was arbeiten und bei mir sind das halt mal so 40, 45 Stunden als Selbstständiger, aber da mache ich noch Open Source auch noch. Und jetzt versuche ich mich immer fortzubilden, da gibt es jetzt so, weiß ich nicht, Generation X für Dummies oder sowas, mal so ein Buch kaufen, wie man das eigentlich macht, dass man weniger arbeitet. So, Tipp vom Profi, ich bin ja ganz dafür, dass alle jungen Leute ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen was vom Leben lernen, das ist ja alles super. Klappt bloß für mich nicht. Liegt vielleicht auch im Open Source, naja. Sollte ja eine Menge Spaß sein, dieses Open Source. Fühlt sich manchmal irgendwie so an. Man muss dazu sagen, es gibt bestimmt den einen oder anderen von euch, die das ganz toll finden, über Kopf 200 Meter in der Luft zu hängen. Ich gehöre nicht dazu, deswegen habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Wenn ich nämlich eine Lampe auswechseln muss und muss auf eine Leiter rauf, das ist ein Problem. Ja, da brauche ich schon ein bisschen Tranquilizer, dass ich da raufkomme. Also für mich ist das anstrengend und Open Source ist manchmal auch anstrengend. Ne? Und warum das jetzt so anstrengend ist, weil wer macht denn eigentlich hier Open Source, das kann man mal fragen. So richtig Foundation, okay. Also gut, ihr drei, ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Nein? Ja. Ab und zu. Okay, also es macht oft Spaß, wenn man halt mit diesen Leuten zusammenkommt, aber es ist einfach extrem viel Arbeit und manchmal kommt da dieser soziale Druck irgendwie so ein bisschen auf. Ne?
Dann sagt einer, hey, ich baue gerade X, Y und Z, das ist alles so geil. Ne? Und man sagt, ja, ich fahre in Urlaub. Ne? Das kannst du doch nicht machen. Du musst doch jetzt deine Teile noch kompilieren, weil ich bin jetzt dann fertig. Ja, dann sage ich halt den Urlaub ab, du Hirsch. Weil ich habe ja nichts Besseres zu tun, als zu kompilieren. Ja? Gut, also sozialer Druck und ein bisschen viel Arbeit ist es schon. Und manchmal fühlt es sich auch total beknackt an, muss ich sagen. Naja, und jetzt das populärste Bild. Habt ihr es heute schon gesehen? Wie oft? Okay, also das Bild an sich erkläre ich jetzt mal nicht. Ich sage euch mal, wo ich so normalerweise arbeite, kann man sich ja überlegen, ich bin da. Und das, nachdem ihr ja alle Log4j kennt, wisst ihr ganz genau, warum ich da bin. Ne? Wo sind die ganzen anderen irgendwie? Die Effekte, da könnt ihr euch bei meinem 12-jährigen Sohn übrigens bedanken. Der hat meine Präsentation noch für mich überarbeitet. Er macht das jetzt gerade in der Schule. Ich habe gesagt, ich will keine Effekte. Dann hat er gesagt, naja, so was. Naja, okay, auf jeden Fall, da gibt es diese ganzen anderen Sachen. Und die meisten, die sagen euch vielleicht, ja, vielleicht war es vielleicht nicht. Also Kubernetes ist, glaube ich, so euer Ding. So im Allgemeinen, das kennt man wahrscheinlich. Ist übrigens auch in meiner Welt so das absolute Ding. Ne? Die meisten haben Angst davor. Das ist auch, also das ist einfach kompliziert. Oder? Und ja, dann gibt es noch dieses Hadoop. Das ist auch cool, das ist dieses Big Data Zeug, wo man so die ganzen Daten, ne? Wir hatten Big Data eigentlich, wie viele Firmen gibt es da in Deutschland, kann man sich mal so fragen. Ich habe noch keine gefunden eigentlich, aber Hauptsache wir haben Hadoop, weil Kostenhaufen. Dann Postgres, beste Datenbank, das ist auch euer Ding wahrscheinlich. Würde mich wundern, wenn es hier mal keinen Postgres Vortrag gibt. Und natürlich auch Spring und React und so weiter. Das sind alles so die ganzen fancy Sachen irgendwie, die es also gibt. Und da kann man mal so das Omelette mal schauen. Jetzt, okay, also, so, da kann man mal so gucken, wer kriegt denn eigentlich Geld? Ich nicht, ne? Aber wer kriegt denn Geld? Das sind so ein paar ganz tolle Sachen, ist vielleicht ein bisschen klein, ich lese mal was vor. Die Crypto-Wallets, die habe ich als Provokation hier aufgeschrieben. Unter Garantie 80-90% hier sind absolute Bitcoin-Feinde und die anderen 20%, die sagen nichts. Ja, die halten sich besser bedeckt. Ja. NFT, das ist dieses Ding mit diesen JPEGs, die man jetzt besitzen kann oder auch nicht. Da kann man übrigens Screenshots machen, so Tipp vom Profi, dann habt ihr es auch. Aber naja, okay, also Online-Spreadsheets oder ganz populär mein Solar-Panel-Monitoring-Tool. Das habe ich jetzt da oben mal drauf, weil ich finde es ganz fancy, aber eigentlich ist es hässlich. Aber die Dinge werden natürlich bezahlt, da steckt eine Menge Geld drin. Gerade diese Crypto-Wallets, ihr könnt euch nicht vorstellen, da sind Millionen drin. Okay, das sind wirklich, da gibt es Leute, so JP Morgan und wie sie alle heißen, die investieren da Millionen drin, da ist einfach ein Haufen Asche. Naja, dann gibt es noch diese ganzen Sachen, die uns jeden Tag beeindrucken, die werden auch gut bezahlt. Also so, wenn du sagst, ich gehe jetzt zur MongoDB Foundation, glaube ich, ist das oder so, na, da kriegst du einen Gehaltscheck. Und in Amerika, da ist es natürlich auch so, da kriegst du halt viel Gehalt. In Deutschland, naja, ein bisschen. Aber wir haben unsere Jobs länger. Also wobei, das kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Ne? Egal. Also, da gibt es, oder TypeScript, ne? TypeScript-Entwickler. Also nicht die mit TypeScript arbeiten, sondern die TypeScript selbst entwickeln. Da ne? Gibt es Joshua Bloch zum Beispiel, total berühmte Persönlichkeit aus der Java-Welt, verdient, also weiß ich nicht, wie viel, viel Geld. Ne? So, dann gibt es dieses Low-Level-Zeug. Da habe ich hingeschrieben, die JDK-Entwickler, die verdienen auch Asche ohne Ende. Also irgendwie. Ja, da ist Oracle in unserem Bereich, die Oracle Foundation, die Firma, die bezahlt die JDK-Entwickler teilweise. Oder es gibt Amazon bezahlt auch JDK-Entwickler. Gibt es einfach Geld, das braucht man unbedingt. Gleiches gilt für Datlang, wer bezahlt die übrigens? Na, Google, ne? Ja, Google. Lustige Sprache irgendwie, aber Google ist irgendwie komisch. Ne? Okay, und dann habe ich noch hingeschrieben, Ethereum VM, das werden vielleicht auch nicht alle so kennen, aber das ist ja auch diese Kryptowährung und da kann man sich auch nicht vorstellen, was da für Geld drinsteckt. Ja, also das ist wirklich, das ist abartig, deswegen erwähne ich das hier. Ich lasse euch eure Meinungen, keine Sorge. Und dann bin ich, wer hat von euch schon mal irgendwie einen Euro oder weniger für Login bezahlt? Danke für eure Ehrlichkeit. Ich habe weniger gezahlt. Weniger, ja. Also ausgenommen null.
Wenn ihr dazu sagen sollen, okay, also ein Cent oder mehr, gibt es niemanden. Also kein Schwein von uns hat jemals irgendwie auch nur den Gedanken daran verschwendet, für eine Logging-Bibliothek einen Cent zu bezahlen. Da gibt es ja manchmal so Buy Me a Coffee. Dann geht ihr auf eure Logging-Framework, ihr wisst gar nicht, dass ihr Logging-Frameworks wahrscheinlich in eurer Codebase habt, dann geht ihr da so auf die Webseite und dann seht ihr Buy Me a Coffee und dann denkt ihr, was ist ein Schatten oder was? Jeder will einen Kaffee jetzt heute haben. Wenn man das Internet browst, ist es entweder Ads oder Adblocker, wie heißen die, diese Payboys da, oder ist Buy Me a Coffee. Und wenn ich euch jetzt frage, Buy Me a Coffee, ich habe ein tolles Logging-Framework geschrieben, dann sagt ihr, naja, also weißt du, doch, ist schon zu spät jetzt hier. Naja, okay. Also das lief dann auch ungefähr so. Wir haben da so 13 Jahre rumentwickelt, also Log4j gibt es ja jetzt seit 20 Jahren, seit 13 Jahren haben wir dieses Log4j 2 entwickelt und wir haben $0 bekommen. Sogar, wir können aufrunden auf 0,0. Ja. Finde ich eigentlich faszinierend, das ist der Bereich, wo ich sage, ich arbeite für nichts, für kostenfrei. Und da kommt dann meine Frau immer so, hey, wenn, das ist doch komisch eigentlich, oder? Log4j, jeder Mensch, der Java verwendet das irgendwie, sagen wir mal so 50%. Gell? Also wirklich eine unglaubliche Menge, das kann man sich nicht vorstellen. Aber wir haben $0 damit verdient. Das heißt, wir haben das alles einfach so in unserer Freizeit irgendwie gemacht. Weiß ich nicht, wie viel Freizeit das ihr habt. Ich habe eigentlich auch nicht so viel. Ich muss in den Stall immer misten. Aber irgendwie blöd, ne? Gut, also dann gab es ja dieses bekannt populäre Problemchen mit diesem, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, sonst kommt es wieder. Und danach haben wir so ein paar GitHub-Sponsors bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kann man ja sagen, auf GitHub, ne, buy me a coffee, regular oder grande oder monatlich oder sowas. Und dann kriegst du halt da deinen Kaffee irgendwie bezahlt. Ne? Da haben wir dann auch ein paar bekommen. Die sind jetzt aber wieder weg. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr Geld verdienen wollt, mit Open Source, baut eine riesengroße, fetzend geile Sicherheitslücke. Macht es so groß wie möglich. Und wenn ihr das geschafft habt, dann verdient ihr ungefähr 200 Euro oder sowas. Und dann könnt ihr euch endlich mal einen Kaffee kaufen, den ihr dann braucht. Am besten bereitet euren Fix auch gleich mit vor, dann habt ihr weniger Stress. Ne? Also eigentlich schon komisch. Okay, so, wie sind das mit diesen anderen Projekten? Also ich habe jetzt einfach mal irgendwas rausgesucht, was ich kenne. Das ist wahrscheinlich so in der Linux-Welt jetzt vielleicht nicht unbedingt das absolut populärste, aber Maven ist quasi Make. Make kennt ihr, ne? Make ist für mich so kryptisch. Ne? Das ist so ein bisschen wie Finnish. Kenne ich mich nicht aus. Finnish hat auch 16 Fälle, kann man alles machen. Wenn wir das mal erklären lassen, in Finnland ist es so, du hast 16 Fälle, benutzt aber nur einen, die anderen 15, die beschreiben nur den Schweregrad deiner Depression. So ungefähr kommt mir das mit Make auch ein bisschen vor. Ich darf aber nicht sagen, wir haben Maven. Maven kann auch ganz schön kacke sein. Also, das war irgendwie ein bisschen blöd gewesen. Das mit Maven wird in der Java-Welt, würde ich sagen, 95% aller Java-Entwickler verwenden dieses Maven-Zeug. Ne? Wie kriegen die ihr Geld? Gar nicht. Kriegen auch nichts. Wenn man sich das überlegt, ne? Egal welche Firma in München, geht ihr rein, ne? Nehmt ihr Maven? Jo. Zahlt ihr denen was? Nee. Warum? Wie geht das überhaupt? Ja, haben die einen Button mit Buy Me a Coffee oder so? Ne? So ungefähr läuft das. Ne? Dann, wie ist es mit CouchDB? Das ist auch so eine tolle Sache, ne? So eine schöne kleine NoSQL-Datenbank. Die kann man mit JavaScript und HTTP-Sche abfragen, da ne? Kann man tolle Sachen damit bauen. Kenne ich auch den Entwickler oder einen der Entwickler. Ne? Problem war, die haben auch kein Geld verdient. Da gab es eine Firma, Couchbase, die hat versucht, Leute zu sponsern. Dann gab es Streit mit der Apache Software Foundation. Jetzt haben die sich wieder getrennt, weil Probleme mit Geld. Jetzt gibt es CouchDB, gibt es immer noch, aber die verdienen immer noch kein Geld. Und Couchbase macht halt jetzt weniger Apache und dafür verdienen die wohl Geld, aber als Firma. Das heißt, das ist da schon wieder so eine, ist das eigentlich noch Open Source, wenn ich als Firma meinen Code einfach bloß irgendwo hinkopiere und ich kann es mir anschauen? Ist das eigentlich schon Open Source? Das ist so ein bisschen die Frage, gell? Also ich finde es nicht. Und bei Hadoop ist es zum Beispiel ein bisschen anders. Da gibt es viele, viele Firmen, die brauchen das. Die bezahlen dann ihre Entwickler, dass sie Code committen für dieses Projekt. Das heißt, es gibt wirklich Leute in den Firmen, die sind vielleicht, weiß ich nicht, bei Google angestellt oder bei Alibaba angestellt,
Wir haben den Paycheck und dann heißt, hey, du hast 2 oder 3 Tage pro Woche, kannst du da Code für Hadoop schreiben. Ja. Ich kenne auch jemanden, der arbeitet bei Apple, der hat 1 Tag pro Woche, darf der Code für Open Source Projekte schreiben. Bei Adobe in Basel ist es so, die haben ein großes Content Management System, die haben 5 oder 6 Entwickler, die sind alle Committer bei der Apache Software Foundation, die haben alle 1 bis 2 Tage pro Woche, wo sie Code für Open Source schreiben dürfen. Geht auch, ne? Geld. Das ist die das ist Financials der Apache Software Foundation. Ist übrigens nicht illegal, ich darf das sagen. Ja, weil man redet ja eigentlich nicht über Geld, aber in dem Fall darf es, ist öffentlich einsehbar. Alles, was die Apache Software Foundation macht, ist einsehbar. Früher, 2009 bis 2010, haben wir tatsächlich $540,000 Einnahmen. Und jetzt schaut es so ein bisschen anders aus. Jetzt sind wir schon ein bisschen gewachsen. Jetzt haben wir so 3 Millionen Einnahmen. Also so ein Gewinn von, was ist das, 1 Million. Schon ein bisschen älter die Zahl. Finde ich irgendwie schon ganz krass. Ne? Stellt sich mir so die Frage, das ist ja die Apache Software Foundation, das bin ja nicht ich. Also ich kriege von diesem Geld erstmal nichts. Ist komisch. Ne? Weil die Foundation, woher kriegt die denn eigentlich ihr Geld? Das sind also komische Firmen wie Google und Facebook und VMware, die sponsern die Foundation. Das Problem ist nur, wenn das Geld in einer Organisation landet, dann heißt es nicht, dass es beim Entwickler landet, also es landet nicht bei mir. Die Foundation selber, die zahlt keine Entwicklungsleistung. Okay. Das heißt, Foundation wird immer reicher und reicher und reicher und tut Dinge mit diesem Geld. Was machen die? Machen sie Werbung. Jetzt kauft man gerade ein Logo ein. Hat irgendwer von euch schon mal ein Logo eingekauft, also ich muss anders formulieren, hat irgendwer von euch schon mal nicht ein Logo mit GIMP selbst gemacht, sondern irgendjemanden damit beauftragt? Das kann nämlich ganz schön teuer werden. Ne? Also so Logos kaufen die ein oder so ein bisschen rechtlichen Beistand, solche Dinge kauft die ein bisschen Infrastruktur, wir haben ein Infrastrukturteam, das kaufen die auch ein. So kommen die Kosten zusammen, aber die Entwicklungsleistung an sich wird eigentlich nicht bezahlt. Wenn man sich das so anschaut, und keine Sorge, wir gehen dieses ganze Ding einfach nicht durch, weil das ist total langweilig und ich habe ja nicht mehr so lang. Deswegen sage ich bloß, ich bin ungefähr da bei diesem Apache PMC. Alles, was links ist, das verwaltet das Geld und da bleibt es dann auch. Und alles, was rechts ist bei dem PMC, also bei diesem unabhängigen Projektkomitee, da kommt eigentlich kein Geld an. Das heißt, wir sind komplett unabhängig und arm. Traurig. So war die Geschichte bis, was war das, 2021, glaube ich, ungefähr. Ja. Dann ist was passiert. Dann ist diese Sicherheitslücke, jetzt muss ich es leider aussprechen, aber klopft mal alles aufs Holz oder sowas, dass das nicht wiederkommt. Wobei, wir sind jetzt gar nicht mehr so in, oder? Weil jetzt gibt es XZ. Ja? Ja. Also ich war lange Zeit, weil ich ja der Typ mit der größten Sicherheitslücke überhaupt ever. Und wir haben Hauptglied abgelöst, ne, aber jetzt Gott sei Dank XZ. Wobei ich XZ sogar noch schlimmer finde, weil wir waren ja einfach bloß doof. Und das andere war ja bösartig. War das halt. Naja, okay. Also ich führe euch mal ganz kurz durch, wie das so funktioniert hat. Wer es nicht mitbekommen hat, die meisten von euch haben wahrscheinlich eh irgendwas gepatcht. Für diese extra Arbeit, Überstunden, bitte ich auch bei euch um Entschuldigung. Es tut mir leid, obwohl ihr nichts dafür kann, aber ich sag's einfach mal. Okay, wir haben 2 Versionen gehabt. Die erste Version, Log4j 1, die war total unbetroffen einfach. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil ich muss die Meckereien dann später noch erklären, deswegen muss ich es einfach mal sagen. Eins aber unbetroffen. Betroffen ist eigentlich nur die 2er Version, die wir im Jahr 2014 eben begonnen haben. Projekt besteht aus 6 Maintainern oder 6 Committern, so wie wir es nennen. Insgesamt haben wir 45 im Team, aber von diesen 45, das ist halt so, wie es immer ist. Ne? So, hey, wir suchen einen Freiwilligen für diesen geilen Task. Ne? Ja, meine, alle melden sich. Und dann, jetzt geht's los. Wir haben wieder keine Zeit. Ne? Ja, so viel zu tun. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so irgendeine Party organisiert oder sowas. Ne? Oder im Kindergarten. Ne? Ja, alle bitte Kuchen backen. Katastrophe. Egal, also 6 Maintainer, keiner hat sich für uns interessiert, wir haben uns für die Welt nicht interessiert, alles war in Ordnung, Geld haben wir keins bekommen, aber ist ja wurscht.
Und dann geht es hier um ein Feature, das im Juli 2013 eingebracht worden ist. Also hier nochmal zur Erinnerung, wir haben 2014 richtig angefangen, also Alpha-Version war irgendwie so 2013. Ja. Und das Feature war bekannt als 3.1.3, als Jira-Issue. Ne. Okay, und ungefähr so war die Timeline. Seit 2013 gibt es Log4Shell. 2016 gab es so eine ganz tolle Security-Konferenz, die Black Hat-Konferenz in Amerika, wo irgendwer auf irgendeinem Vortrag mal erwähnt hat, hey, JNDI, das ist das, was da abused worden ist, das kann man toll ausnutzen. Er hat das so erklärt, wie das alles geht und so weiter. Problem, keiner von uns war da. Ja. Und 2022, also Ende 2021, Anfang 2022, da kam das dann ja alles rauf. Und dann sieht man so richtig den Entwicklungsspike. So vorher, hey, chill mal, mach ein bisschen Open Source, oder? Und dann, oh shit, na, Log4Shell. Ja, okay, ich mag die Grafik eigentlich recht gerne, weil was heißt denn das eigentlich? Das heißt eigentlich, wir haben die Sicherheitslücke seit 2013, aber keiner hat es gemerkt. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Das muss man eigentlich noch ein bisschen, ne? Weil wahrscheinlich, irgendwer muss doch das gewusst haben, das kann mir doch keiner erzählen. Oder? Ja, ich sehe schon ein paar. 2016. Bitte? 2016. Ja, mindestens 2016, ja richtig. Da kommt einer und macht sogar eine Werbung dafür. Gell? Also, als mir das so, als ich die Grafik oder die Slide irgendwann mal erstellt habe, seitdem gehöre ich auch zum paranoiden Lager. Weil früher waren ja immer so die Menschen, die Entwickler unterteilt in paranoid und nicht. Ja, aber jetzt bin ich paranoid, eindeutig. Ja. Okay, warum habe ich das eigentlich nicht gesehen oder warum hat das keiner gesehen? Weil das bin ich und das ist halt wer anders, dieser Security Engineer. Und ich weiß es nicht, aber traditionellerweise, wenn man in eine Linux-Gruppe geht und da fällt mindestens einmal das Wort Security oder, weiß ich nicht, Hacker oder Trojaner oder irgendwie sowas, das gibt es immer noch. In meiner Welt, in meiner glücklichen Bubble, da gibt es solche Menschen gar nicht. Das sind wir sind alle lieb zueinander. Ne? Kann man doch Passwort mit URL auch rumschicken oder mit E-Mail darschneiden. Ich habe einen, der hat seit 20 Jahren das gleiche Passwort, das kennt die ganze Firma. Das ist für alle Dienste inklusive Kreditkarte, alles. Ja. Da war ein Name drin und ein Geburtsdatum übrigens. Ne. Mehr sage ich nicht. Katastrophe. Ja. Also Security, ne, das ist bei euch ist es höchstwahrscheinlich normaler als bei uns. Und bei uns ist es immer noch wichtiger als in einer anderen Welt, aber das muss ich euch eigentlich nicht erzählen. Jedenfalls gibt es so eine kleine Diskrepanz hier. Ich bin kein Security-Experte, ich bin jetzt ein bisschen besser geworden durch diese Geschichte. Klar, man lernt da dazu. Außerdem die Linux Foundation hat einen kostenfreien Kurs, den kann ich bloß empfehlen. Das ist Security 101, kann man sie kostenlos eben in, was ist das, 2-3 Tagen, kann man sie das reinziehen. Damit, danach weiß man immer noch nichts, aber sein Gewissen ist beruhigt. Ne? Das ist auch schon mal gut. So ungefähr von der Timeline lief es dann so ab. 24.11. Wurde das irgendwie reported und dann haben wir das dann irgendwann ein paar Tage später, dann wollen wir mal schauen, also so 5.12. haben wir dann das Issue behoben und dann hatten wir aber dummerweise folgendes Problem. Also wenn bei der Apache Software Foundation, wenn da so ein Issue behoben wird, dann brauchen wir 3 Tage, um darüber abzustimmen, ob wir dieses Release auch veröffentlichen. Das ist einfach so. Das haben wir natürlich auch noch ganz brav übersehen. Während dieser 3 Tage, so kurz vor Ende, haben wir plötzlich festgestellt, also ich weiß nicht, ob Stack Overflow war oder irgendeine E-Mail-Liste, aber irgendwo auf Twitter hat dann irgendwer gesagt, ich habe Log4j gehackt, geil. Ja, kann man sich vorstellen, fuck, ne? Wir haben das Release noch nicht veröffentlicht, aber die Leute fangen an darüber zu reden, wie man es abusen kann. Und zu allem Überfluss habe ich noch hingeschrieben, der Typ, der das reported hat, der hat es dann auch noch geschafft, dass unser Fix, ja eigentlich war der Käse, ne? Der war einfach schlecht. Also, und der hat es dann geschafft, dass er diesen Fix auch noch umspielt, das heißt wir hatten ergo überhaupt kein Release. Also haben wir ein neues Release gemacht und diesmal waren wir ein bisschen schlauer, sprich wir waren eigentlich ging es uns nicht gut. Wir können nicht sagen, dass wir schlauer waren, wir waren einfach bloß ein bisschen nervöser. Ich kann auch mitteilen, dass ich von einigen Kollegen weiß, da ist der Whisky-Konsum drastisch nach oben gegangen in der Zeit.
egal, auf jeden Fall haben wir dieses neue Release gemacht und haben innerhalb von, also in Fast Track, haben wir das dann quasi released innerhalb von 24 Stunden. Das ist ein absolut, also eigentlich ist es so möglich bei der Apache Software Foundation, aber das war uns echt wurscht. Das ist wirklich egal. Und in der Zwischenzeit sind natürlich mehr von diesen Reports da rangekommen und oh, wir sind immer ein bisschen nervöser geworden. Aber Gott sei Dank, wir hatten so einigermaßen fix. Naja, also, war das eigentlich eine gute Idee, dass wir den Log4j-Entwicklern keinen Kaffee spendiert haben? So, ich habe euch vorher gefragt, habt ihr mehr als einen Cent bezahlt? Und ihr habt alle Nein gesagt. So, jetzt kann man mal überlegen, war das dann eine gute Idee? Es wird euch wahrscheinlich relativ vorstellen, weil jetzt ist sie gelöst. Aber kann man das mal überlegen, ne? Sollten wir auf Bibliotheken vertrauen, wo es keinen gibt, der dafür irgendwie Geld kriegt? Ne? Also ich würde da jetzt nichts sagen, weil es gibt eigentlich, der Großteil von Open Source ist ja unbezahlt, oder? Da, man muss einfach schauen, was sind das für Leute, die das machen? Ne? Kann man sich auf die verlassen? Wie viele Leute? Ne? Wären wir jetzt nur ein Ein-Mann-Team gewesen, oder ein Ein-Personen-Team gewesen, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ne? Aber wir waren viele Personen und deswegen irgendwer hat schon anpacken können. Oder? Naja, also die Leute haben gedacht, wir sitzen so am Strand und oh, Sicherheitslücke, aber ich habe kein Geld und naja, was interessiert es mich? Ne? Ich habe übrigens einen Anruf bekommen von einem Kumpel von mir, der hat gesagt, sag mal Christian, von dem habe ich schon seit 5 Jahren nichts mehr gehört, gell, von dem Arsch. Und dann ruft er mich an und sagt, sag mal Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja. War blöd, blöde Situation. So war die Wahrheit, Entschuldigung für den Effekt, aber wir waren die Hühner. Kann man sich nicht vorstellen, was da eigentlich abging. Plötzlich so Leute, die, von denen haben wir seit 2-3 Jahren nichts mehr gehört, die sind plötzlich zurückgekommen und gesagt, was habt ihr denn da angestellt? Ja, und dann haben wir uns alle zusammengehört, das war Wahnsinn. Wir haben Meetings gehabt auf Slack, wir haben E-Mail-Bombardements quasi durchgeführt, wir haben sogar telefoniert. Und das für Techies, oder? Wir haben telefoniert, richtig mit Voice. Und manchmal haben sie sogar Video angemacht, ich war total begeistert. Bis ich dann die Videos gesehen habe, dann habe ich wieder ausgemacht. Ja, also dann haben wir mehrere von diesen Sachen gemacht und einer von uns, der hat sogar 24 Stunden an einem Stück durchgearbeitet. Das war also das kostenfrei, gell? Der hat sich von seiner Firma, hat er sich Urlaub genommen, hat sich daheim hingehockt, hat gesagt, du, das ist jetzt, bin jetzt der Einzige, der das da machen kann, da kenne ich mich aus. Er hat geschuftet, ja, und dann hat er, ich weiß nicht, 4 Stunden geschlafen, irgendwie nach den 24 Stunden ist wieder in den Job. Also das ist schon Passion. Ne? Dem bin ich heute nur dankbar. Ich kann es ihm aber nicht sagen, weil der ist wieder verschwunden. Okay, natürlich kriegt man da Feedback, oder? Ganz ehrlich, was habt ihr euch denn gedacht, als euer Chef gekommen ist und gesagt hat, hey, irgendwelche Leute, die unbezahlt sind, haben irgendwo auf der Welt Bockmist gemacht. Kannst du das mal bitte reparieren? Dann denkt man sich doch auch, puh, schönes Wochenende. Ja? So ungefähr lief es bei uns auch. Destroyed by Weekend, das haben wir per E-Mail erhalten, privat. Aber dann, ihr kennt das ja wenigstens alle, ich lese mal vor, weil es ein bisschen klein ist, ja? Das ist Heise. Ja? Oh. Das Hassforum der Welt, ja? Also das ist ja Wahnsinn. Aber diese billigen, dummen Entwickler produzieren ihren eigenen Wildwuchs, es ist die schlicht und ergreifende, verdiente späte Rache für Accentures etc. Und Java ist ein Hype. Ja? Man darf eigentlich nur noch bitte studieren, C++ machen. Quereinsteiger ist strengstens verboten. Wer ist ein Quereinsteiger? Alles Wildwuchs. Ihr könnt ja gar nichts. Ja. Ich bin übrigens auch nicht so gut ausgebildet. Ne? Aber ist ja wurscht. Okay, und da unten, das fand ich auch ganz witzig, die Panikmache. Ja? Das war ja so diese Corona-Zeit. Ne? Dann haben wir gesagt, oh, die sagen, da ist eine Sicherheitslücke. Da ist bestimmt gar keine. Das ist bloß... Wie hat er geschrieben, eine imaginäre Gefahr, ich will jetzt nichts über Corona sagen, aber ehrlich gesagt, die Sicherheitslücke, das ist relativ schnell belegt, oder? Also, da mache ich ein Skript, da schaue ich nach und dann kann ich mich selber davon überzeugen. Und Statistiken, ja gut, da muss ich halt dann mal irgendwie besser nachrechnen oder ich vertraue halt jemandem. Ne? Naja, also was ich gelernt habe, ist übrigens mittlerweile, wenn eine Pandemie ist, dann gehen alle Leute aufs Klo und kommen zurück als Virologen. Wenn eine Sicherheitslücke ist, dann gehen alle Leute aufs Klo und kommen zurück als Sicherheitsexperten und vor allem Java-Experten. Wenn ein
ein Land wie Russland die Ukraine überfällt, dann gehen alle wieder aufs Klo und ihr könnt euch vorstellen, wie die dann wieder zurückkommen, sind alles plötzlich Militärexperten. Ich denke, das ist schon mal eine Kunst, auch zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ich gebe auch hiermit offen zu, ich habe keine Ahnung, was da drüben alles passiert, weil wie soll man das eigentlich nur als Normalsterblicher, der da nicht drinsteckt, überblicken. Ne? Aber okay, Sicherheitslücken sind da glücklicherweise einfacher, da haben wir ein Skript. Jürgen, so geht das. Und dann machst du das und oh shit. Ne? Okay, das hier, was man hier so sieht, ist so typische Abhängigkeitenliste von Java. Auch recht schön. So, wer von euch ist denn in der Security so ein bisschen tätig? Aha, ja, ich habe mir schon gedacht, da melden sich irgendwie immer die gleichen. Aber ihr werdet viel, also ihr habt bestimmt viel Spaß, Security-Incidents im Java-Bereich zu finden. Ne? So ein typischer Java-Projekt, du machst gar nichts, du schreibst Hello World mit Spring und du hast, wie haben wir jetzt, 115 Abhängigkeiten. Ja, Strike. Okay, euer Job ist safe. Okay. Also wir haben festgestellt, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was sie da benutzen. Ja, manchmal, es gibt da sogar ein Debian-Paket, da kann man auch Log4j irgendwie installieren. Warum? Keine Ahnung, aber es geht halt irgendwie. Naja, also Leute sind absolut unwissend, installieren diesen ganzen Käse und dann war es das jetzt. Ne? Später haben wir übrigens noch was Trauriges festgestellt. Gell? Dann haben wir dann festgestellt, also erst hat es geheißen, ich habe auch bei GitHub so ein extra tolles Badge, ne, dass ich das Mars Code Contributor bin. Die ganze Welt hat gesagt, hey, Log4j, das läuft auf diesem Mars Helikopter, glaube ich war das, oder diesem Rover. Ne? Und ich so, boah. Das ist geil, ne? Volles Badge habe ich jetzt, ne? Sau geil. Und dann Log4Shell und dann alle so, boah, der Mars-Helikopter ist angreifbar. Und die NASA so, ja, sorry, wir hatten vorher keine Zeit, euch das mitzuteilen, aber wir haben gar kein Log4J. Also, die Sicherheitslücke am Mars wäre mir lieber gewesen, oder? Aber ich durfte mein Badge behalten, aber wenn ihr vielleicht mal mein GitHub-Profil anschaut und denkt, boah, geiler Typ, ne? Also dieses Mars-Ding müsst ihr leider durchstreichen, da habe ich nichts gemacht. Okay, viel interessanter ist natürlich dann wieder das, ein bisschen älter jetzt schon, das war 23, also gut ein Jahr jetzt ungefähr her, und da stellen wir fest, 34% aller Personen laden immer noch so kritische Sicherheitslücken herunter und deployen das in ihre Projekte. Die Zahl ist ein bisschen runtergegangen, ich habe letztens mal geschaut, irgendwie so 25% oder sowas, aber 25%, ne? What the fuck, was geht denn da ab eigentlich, was ist da los? Ne? Wir haben da ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, zum Beispiel haben wir auch gehört, naja, hey, Log4j 2 ist blöd, wie wäre es, sollen wir denn wieder Log4j 1 nehmen? Und wir haben gesagt, Log4j 1 ist tot seit 2015. Was denkst du, wie viele Sicherheitslücken und Probleme es da gibt? Ja, aber das war eine geile Zeit damals. Okay. Dann kommt irgendeiner und sagt, hey, pass mal auf, bei Log4j 1 gab es vor 10 Jahren mal so eine total unkritische Sicherheitslücke. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr das vielleicht auch noch fixen? Nee. Erstens, End of Life. Zweitens, ich habe gerade keine Zeit. Sorry, ich muss gerade die andere Sicherheitslücke machen. Minecraft war ja auch ein Problem, aber glücklicherweise, ich bin denen auch sehr dankbar, die haben ihr Problem selber gefixt. Ne? Die haben einfach geupgradet, also das war echt toll, voll nett. Da kam echt mein Sohn, ne? Plötzlich vollkommen erschrocken. Ne? So, Papa, da steht, ich habe eine Sicherheitslücke. Und ich so, fuck, sogar dieser Scheiß, kann er nicht sagen, ich sogar, das ist doch kacke, oder? Naja, okay. Und ich war sogar in der Presse, gell? SZ, FAZ war ich auch. Dann haben mich die gefragt, oh, das ist blöd, oder? Ja. Was machen wir da jetzt? Updaten. Und sonst? Updaten. Und aktuell halten. Ja, ungefähr so lief das. Also war aber ganz interessante Erfahrung für mich, weil sonst redet ja keiner mit mir, außer meiner Frau. Naja, okay. Also, dann was haben wir dazu gelernt? Wir haben folgende Dinge gelernt. Wenn ihr Security Issues habt, bitte niemanden mitteilen, außer so ganz geheim den Entwicklern. Das dürft ihr machen. Der Typ, der uns das mitgeteilt hat, der hat bei Alibaba in China gearbeitet und Alibaba ist fetzenmäßig dafür abgestraft worden. Grund war, die chinesische Regierung ist der Meinung, dass wenn es eine Sicherheitslücke gibt, die von einem chinesischen Entwickler entdeckt worden ist, muss zuerst die chinesische Regierung davon informiert werden.
Und dann, wenn die chinesische Regierung die Firewall, die Great Chinese Firewall freigibt, dann dürfen diese Entwickler uns das mitteilen. Denkt man sich, ja, Chinesen, na, ist halt so bei denen. Aber wir wurden ja zum Weißen Haus eingeladen, wegen dieser Sicherheitslücke. Dann habe ich mich schon bereit gemacht, mein Trolley rausgeholt. Nein, dann hat es geheißen, nein, nein, nur der Marketing-Typ geht drüber. Okay, hat nicht einmal das hat's gebracht. Ja. Da ist dann besprochen worden, hey, wie wäre es, wenn wir eine Datenbank bauen und jeder, der auf amerikanischem Boden eine Sicherheitslücke und so weiter und so fort. Man könnte euch vorstellen, genau das gleiche Prinzip. Ich denke mir so, was geht mit den Amerikanern, aber naja, Amerikaner, Europa. Hey, wie wäre es mit ENISA, zentrale Datenbank mit allen Sicherheitslücken? Ja, wissen wir ja ganz genau, dass zentrale Datenbanken sind ja überhaupt nicht angreifbar, die können wir toll beschützen, bitte. Wofür habt ihr den Marketing-Typen? Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Aber ich kann es dir trotzdem gut sagen, was die offizielle Erklärung ist. Also nicht wir, Log4j, haben den Marketing-Typ, das habe ich vielleicht nicht ganz so gut ausgedrückt, sondern die Apache Software Foundation hat eine Pressestelle und auch eine Marketingstelle. Und der Hauptgrund ist, wir wollen spenden. Oder die Foundation will spenden. Bekommen oder spenden? Spenden bekommen. Wir zahlen tun wir nichts. Ja. Aber bekommen wollen wir sie. Und dafür haben sie tatsächlich, also wir haben mittlerweile genug Geld, um eben Marketing-Leute zu beauftragen, uns gut dastehen zu lassen. Was übrigens total interessant ist, wenn man den Begriff kulturelle Aneignung und die Feder da jetzt mal von unserem Logo, da kann man sich ja noch unterhalten, aber das ist ja auch schon wieder so eine Katastrophe. Okay, also das haben wir gelernt. Übrigens, wir haben ja so ein ähnliches Problem gehabt, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Die Folie habe ich übernommen von einem anderen Vortrag, aber ihr kennt es. Ihr seid ja alles Linux-Menschen und Sicherheitsmenschen, wahrscheinlich auch ganz viele. CDU Connect, Hacker-Paragraph, schon mal gehört, na, geht bei uns ja eigentlich ganz genauso. Also über die Chinesen braucht man sich nicht beschweren, wir haben eigentlich unseren eigenen Mist auch noch zu kehren. Also CDU hat auch mal jemanden verklagt, der eine Sicherheitslücke bekannt gegeben hat. Seitdem haben wir eine Security-at-Sicherheitslücke, die kein Mensch einsehen kann, wo alles ganz geheim ist. Also wir hatten sowas vorher, jetzt nochmal ein bisschen dedizierter, wo ihr ganz geheim, anonym, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr dafür bestraft werdet, was eigentlich totaler Bullshit ist. Okay? Ihr werdet nicht mehr bestraft, wenn ihr uns das sagt. Und wir sagen euren Namen nicht. Ist das nicht toll, ne? Ja, okay, also wir haben auch ein bisschen technisch was gelernt, gell? Wir haben jetzt Module, die wir einschalten. Es klingt für euch vielleicht jetzt blöd, aber vorher waren wir der Meinung, wir haben alles verfügbar, dann kann jeder nutzen, was er will. Aber natürlich ist es jetzt ist mir natürlich auch klar, gell? Jetzt braucht man mir auch nicht mehr auslachen. Natürlich einschalten, wenn du was brauchst, nicht ausschalten. Ja? Also besser ist es. Und das nächste, was ich gelernt habe, niemand möchte updaten. Das ist hammerhart. Ich habe letztlich mit einer Bank gesprochen, die haben gesagt, hey, fix doch bitte Log4j1. Dann haben wir gesagt, das können wir nicht machen, da haben wir gar nicht die Person Power dazu. Dann haben wir gesagt, ja, aber das ist wichtig. Ich habe gesagt, ja, dann macht halt ein Update, wenn es so wichtig ist. Nein, wir laufen noch auf Java 1.4. Und da geht nur Log4j1. So, also was haben wir jetzt? 21, 24, irgendwie sowas? Also bitte. Ne? Und das in der Bank. Also da bin ich dann schon der Meinung, vielleicht sollte man sie, ja, gerade da eigentlich, oder? Also, unglaublich. Nein, ich meine, gerade da läuft so alte Sachen. Ja, eben. Das. Die schalten auch zur Zeitumstellung ihre Rechner runter, bevor sie diesen Timecap auszumachen, fahren die runter, ja. Okay, also gut. Weder ein Grund mehr, das Geld jetzt dann nach dem Linux Infoday abzuheben und das Kopfkissen zu legen. Okay, also heute ist alles super, weil heute haben wir natürlich, also wir haben so viele Security, jetzt wollen wir ein bisschen beeilen, aber wir haben ganz viele Security Rebels erhalten von ganz vielen Menschen weltweit. Das war super, jetzt sind wir safe. Bis zum nächsten Log4Shell. Da treffen wir sich dann wieder, also das ist ein bisschen dramatisch. Und jetzt, ich überspringe mal was, das sind die Kekse, die wir dann bekommen haben. Alle haben gesagt, super gemacht, Christian, danke. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, trotzdem super. Ja. Okay, aber dann ist was Tolles passiert, und zwar Log4j wird jetzt gefunden vom sogenannten STF. Na, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, aber das ist eine geile Aktion. Ihr könnt also quasi sagen, Robert Habeck ist quasi momentan mein Chef, so ein bisschen. Euch regt es wahrscheinlich nicht auf, aber mein Bruder, gell, der geht an die Decke. Ja, der hat ja politisch eine ganz andere Meinung.
Ja, und den ärgere ich immer damit, den kann ich sagen, hey du, da habe ich, ne, super gemacht und so weiter. Die haben tatsächlich einen Fund ins Leben gerufen, womit sie jetzt Open-Source-Projekte, unterstützen finanziell, wo sie gesagt haben, kritische Open-Source-Projekte, ne, viele Linux-Projekte sind auch dabei, irgendwas mit GNOME habe ich gesehen und Systemd habe ich gesehen und so weiter und so fort. Die kriegen einfach einen Haufen Geld und dann können die losarbeiten. Bei uns auch fast 600.000 Euro, ne? Das klingt jetzt mal super. Aber ich sage dir gleich nochmal was dazu. Das Schöne ist, wir haben dann eben so drei Leute jetzt gefunden und jetzt bauen wir quasi professionell Log4j. Das ist super. Ja, da freue ich mich über diesen Fund. Wie ist es zustande gekommen? Irgendwann ruft mich ein Kumpel an und sagt, hey, pass mal auf, hast du schon vom STF gehört? Also nee, habe ich nichts gehört. Was ist denn das schon wieder? Ja, STF ist jetzt ein Fund für Open Source Projekte. Ne? Dann toll. Dann haben sie wegen euch gegründet. Dann haben sie wegen euch gegründet und hier in dieser Pressemitteilung, lies mal. Also, ja, warum sind wir da nicht dabei? Aussage, ja, ihr seid ja jetzt sicher, oder? Ja, ich will auch Geld. Ja, also meine Kontakte so ein bisschen aktiviert. Ja, bin dann mit dem einen oder anderen in Kontakt gekommen und gesagt, sag mal, warum kriegen wir eigentlich nichts von diesem Geld, was ihr wegen uns aufgegeben habt? Ach so, habt ihr euch nicht beworben? Nee? Warum fragt ihr uns nicht? Ja, mei, ist wohl untergegangen, gell? Dann haben wir sich beworben, ganz ordentlich. Das ging dann auch relativ schnell und relativ unkompliziert, weil das sind nämlich eigentlich ziemlich coole junge Leute, ne? Also ganz diverser Background, alles richtig gut ausgebildet auch und richtig weltoffen, sage ich mal. Und dann haben die das relativ schnell organisiert und dann haben wir ein riesengroßes Funding bekommen. Gibt es natürlich ein Problem und keine Sorge, ich bin jetzt auch gleich fertig. Gibt es ein paar Probleme, ich fange mit dem untersten an. 600.000 klingt schon mal super, aber ihr kriegt ja Geld vom Staat und dann gebt ihr Geld dem Staat zurück in der Form von Steuern. Und die sind bei gar nicht so unerheblich. Also meine IHK-Beiträge, weil wir da das Funding bekommen, meine IHK-Beiträge. Wer ist denn eigentlich die IHK? Was machst du denn eigentlich für mich? Dann keine Ahnung, wer du bist, aber gib mir dein Geld. Ja, ungefähr so läuft das. Und ich habe der IHK sogar mal mitgeteilt, gell, wo wir kleine Firma, Riesenfunding weltweit und so weiter und so fort. Also keine Reaktion. Gell. Aber Geld. Und natürlich ganz viele Nebenkosten auch. Gell. Also wenn mein Steuerberater jetzt kommt und hat seine Einnahmen mal verdoppelt, ne, das gibt's nicht. Ne? Also wie die Geier. Ne? Also so ein tolles Funding, das reduziert sich natürlich schon relativ schnell. Ja. Da bleibt dann nicht so viel übrig. Und übrigens, die anderen zwei Leute, die da mit mir arbeiten, die wollen dummerweise auch noch Geld, die sind auch nicht billig. Schlecht, naja. Also es geht jetzt so gut, beschweren tun wir sich natürlich nicht. Das ist auch ein ganz normaler Stundensatz, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man reich wird. Trotzdem, ich bin dem Herrn Habeck, sage ich jetzt mal, eigentlich hat er nichts damit zu tun. Gell? Ich bin eigentlich dem STF und der Fiona Krankenberger, der bin ich recht dankbar. Die haben das alles organisiert und die wollen da in dieser Richtung weiter was machen. Also dass sie einfach mehr Sustainability in dieses Ökosystem, in dieses Open-Source-System reinbringen. Das heißt, wenn ihr jetzt auch kein Geld habt, dann kommen wir jetzt zur Conclusion. Wenn ihr kein Geld habt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn euch kein Schwein kennt, macht eine Sicherheitslücke. Dann kennt euch jeder. Ne? XZ und so weiter, kennt auch jeder diesen Typen, wer auch immer das ist. Ja. So, Punkt 2. Ihr habt kein Geld, ihr seid arm. Aber ihr habt ein wichtiges Open Source Projekt, dann geht doch mal zum STF und schaut mal, was man da für euch tun kann. Ne? Das wäre natürlich ganz schön. Das nächste ist, wenn ihr schon eure Freizeit opfert für Open Source und wenn ihr dann denkt, ich würde auch gerne davon in den Biergarten gehen und wenn ihr denkt, ein Buy Me a Coffee Button reicht mir nicht, dann sucht euch bitte ein Open Source Projekt, was ein bisschen größer ist. Nicht Log4j. Ich nehme aber Bewerbungen an, also wenn ihr doch zu Log4j kommen wollt, dann kommt auf mich zu und ich sage euch, wie es geht, dann dürft ihr umsonst mit mir arbeiten. Umsonst. Ne? Steuern und so. Okay. So, und jetzt habe ich euch lang genug aufgehalten. Vielen Dank. Ich habe ein bisschen was erzählt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. So.
10 Minuten bis zum nächsten Vortrag. Wir haben vielleicht noch Zeit für ein paar kurze Fragen. Fangen wir mal da drüben an. Und wer, Entschuldigung, ganz kurz, wer zum nächsten Vortrag muss, kann gerne auch schon leise gehen. Vielleicht habe ich es verpasst, was war eigentlich die Lücke? Was ist diese Buchstaben? Total bescheuert. Und zwar, Jane, eigentlich ist es nicht mal unsere Sicherheitslücke. Ja? Das ist das Nächste. So, es funktioniert ungefähr folgendermaßen. Java hat eine Funktionalität, die heißt JNDI. Steckst du so einen String rein und dann geht Java, funkt dann ins Internet mehr oder weniger und tut dann halt wieder in den String stecken. Ja. So, das war das eine. Das ist schon mal ein total bescheuertes Feature, weil wir wissen ja, Programmiersprache sollte nicht einfach so irgendwo hin funken. Ne? Also, okay, sollten wir natürlich wissen. Das nächste war, unsere User, wenn du sagst Logging, unsere User haben Folgendes gemacht. Ne? Bitte Webseite aufmachen, erste Zeile, Log, Debug, Username. So, wenn du jetzt bei Twitter als Username einen JNDI-String reinschreibst, der irgendwie manipuliert ist, dann könntest du mit diesem JNDI-String, den du in das Login-Framework schickst, kannst du tatsächlich Software downloaden und auf den fremden Rechner installieren. Das hat man zum Beispiel bei Twitter so gemacht. Das war das erste Opfer bei Twitter damals. Da haben die im Username aber irgendwann was reingeschrieben und die ganzen Server haben dann erstmal irgendwie fleißig Sachen installiert. Schön. Also eigentlich könnte man sagen, man darf nicht einfach irgendwie was weiterverwenden, was der User einem gibt. Das machen aber alle. Das machen wirklich alle. Gerade bei Logging macht jeder. Ne, loggt man bei Username, Passwort, was hat er eingegeben? Ne, denkst du nicht drüber nach? Darf man eigentlich nicht, aber machen es halt. Und das nächste ist, JDK ist eigentlich auch ein bisschen blöd, dass das Feature halt einfach so gibt in der Form. So, und natürlich, bei uns ist zusammengekommen. Also wir hätten eigentlich als verantwortungsvolle Entwicklerinnen, wir haben nur Entwickler, hätten wir sagen können, ja okay, also Java ist blöd und der User weiß es vielleicht nicht besser, also müssen wir irgendwie so was machen, dass die das halt nicht falsch machen. Haben wir aber nicht gemacht. Aber habt ihr diese Funktionalität dann explizit angesprochen, dieses Parsing? Nee, wir mussten eigentlich nichts machen, ehrlich gesagt. Ja, aber nur weil ich einen String erstelle, wo halt so ein JNDI-Ding drin ist, wird das ja nicht automatisch ausgeführt, oder? Ja, also wir haben das angenommen, wir haben das ins Login-Framework geschickt und das Login-Framework schaut automatisch oder hat irgendwie automatisch geschaut, ob das auflöst. Und wenn es auflöst, dann hat es halt eben aufgelöst. Das Java-interne Login-Framework? Das ist scheiße. Ja, das war total blöd. Ne? Also, ja, es war wirklich Unfug. Also wir hätten es abfangen müssen, wenn wir es besser gewusst hätten. Wie habt ihr es gelöst? Ich glaube, alles, was irgendwie ausschaut wie JNDI, wird abgeblockt. Wie habt ihr es das erste Mal und dann das zweite Mal gelöst? So genau kann ich das jetzt sagen, weil wir haben ehrlich gesagt 7 oder 8 Mal gelöst. Also da gibt es eine ganze Kette von Releases und immer haben wir irgendwie noch eine Stelle gefunden, die nicht ganz dicht war. Also die ganzen Strings und dieses automatische Expression auswerten, das ist ein Java generell ein Problem. Also da gibt es noch mehr Bibliotheken, eine heißt zum Beispiel OGML. Wenn du Struts mal gehört hast, das war bei Apple im Einsatz, oder ist vielleicht immer noch, da gab es eben auch genau diese Expression Parsing Problematik. Ja. Da haben wir noch eine Frage. Du hast ja gesagt, geschrieben, dass 2013 der Patch über den Rainer 13 reinkam von einem externen. Ja. Was hatten die Setlücke denn ausgelöst? Oder ist jetzt ein Zufall, dass da externe Mitarbeiter drin standen? Das ist totaler Zufall. Also wir haben einfach angefangen, ein neues Logging-Framework zu entwickeln. Und dann kam halt einer und hat gesagt, hey, ich habe eine geile Idee, lasst uns JNDI unterstützen. Und damals war das Ding alles Alpha, also wir haben gar nicht gewusst, wird das überhaupt irgendwie was. Und dann haben wir gesagt, ja klar, Pull Request accepted, super, haben wir ein neues Feature. Und dann ist was saublödes passiert, wir haben es einfach vergessen. Wir haben einfach nie wieder in dieses Feature reinschaut, hat es funktioniert. Aber du glaubst nicht, dass das niederträchtig war? Seit XZ glaube ich gar nichts mehr. Okay. Ja. Also kann man nicht wissen. Ne? Ja. VW ist ja jetzt auch voll im Fadenkreuz gewesen, 5 Jahre lang. Es war auch irgendwie wieder Menschen, oder? Ja, ich habe vorher noch was erzählt, wo du Übungsmaterial bekommen kannst. Security, One-to-One. Das Linux Foundation. Gehst einfach direkt von der Linux Foundation. Die haben einen Kurs. Ich glaube, das war auch ungefähr nach Log4Shell. Da haben die dann festgestellt, machen wir doch einfach mal so einen Kurs für alle normalsterblichen Entwickler. Ja. Die jetzt vielleicht nicht so security-mäßig unterwegs sind, so wie mich einfach, wenn ich Webanwendungen mache, dann ziehe ich mir den Kurs rein und dann weiß ich zumindest ungefähr, wo ich aufpassen muss. Was ist nicht okay? Was ist Linux Foundation Security 101. Mhm.
Nein, 101. 101, achso, ja. Okay. I'm sorry. ja, genau, also das kannst du machen auf der Seite. Okay, dann nochmal danke an Christian. Gerne.